Hey ho Freunde und willkommen zu meinem nächsten Projekt Legend of Zelda The Minish Cap. Ja, ein Spiel von 2004, wie ihr seht. Ein weiteres Spiel der Zelda-Reihe. Ziemlich geil. Und ich liebe das Spiel. So, als erstes werde ich jetzt mal die Sprache einstellen. Ja, Deutsch passt eh schon gut. Und ja, wir nennen uns einfach mal Link, würde ich sagen. Oh, welche Überraschung. Ich mag es so gerne. Link. Die Datei wird erstellt, nicht das Gerät erstellt. Nee, keine Sorge. Wuhu! Es geht in der Geschichte los, Leute. Vor langer, langer Zeit, als die Welt von tiefer Dunkelheit verschlungen zu werden drohte, stiegen Minish vom Himmel herab, um einen Helden das goldene Licht und ein Schwert zu geben. Dieser Held vertrieb die Dunkelheit mit seiner Weisheit und Tapferkeit. Oh, ein schönes Bild. Und brachte Frieden. Seither ehren die Menschen das Schwert. Was für eine schöne Grafik. Das ist die Zelda, Leute. Guten Tag, Onkel Alberich. Hoppla, die kleine Zelda. Bist du ganz alleine vom Schloss hierher gelaufen? Schon wieder ist der Schweizer Dialekt. Das wird dem Minister bestimmt nicht gefallen. Ach, ist doch nicht schlimm. Also, ich spreche jetzt alles normal. Wo ist der Link? Die Stadt ist voller Trubel, weil das alljährliche Minish-Fest stattfindet. Ich bin gekommen, weil ich mit Link dorthin gehen will. Dürfen wir? Ach, so ist das. Link hat mir gestern bis spät in der Nacht bei der Arbeit geholfen. Link schläft noch. Steht aber bestimmt bald auf. Ich muss noch etwas im Schloss abliefern. Das könnte Link denn für mich tun, wenn ihr gemeinsam in die Stadt geht. Hallo, Link! Oh, wir schlafen ja noch. Hallo, Link! Oh. Da bin ich jetzt erwacht. Ein Seil aus dem Bett. Okay, dann gehen wir hier rechts. Ah, Link! Zelda ist hier, weil sie mit dir zum Minish-Fest gehen möchte. Hallo, Link. Komm, lass uns auf das Fest gehen. Onkel Alberich hat auch nichts dagegen. Ja, so ein Fest gibt es nicht alle Tage. Geh nur mit Zelda dorthin. Ach, und noch etwas. Das Schwert ist jetzt fertig. Bring es dem Minister im Schloss. Eigentlich müsste ich es ihm bringen, aber ich habe hier noch zu tun. Ja, Leute, wir haben das Schwert des Alberich erhalten. Liefere es unbeschadet ab und verliere es nicht. Das Schwert ist der Preis für den Sieger des Schwertkampfturniers. Also verliere es nicht. Zelda ist die Prinzessin von Hyrule oder Hyrule. Gib Acht, dass ihr nichts passiert. Mach dir keine Sorgen, Onkel. Also Link, auf in die Stadt. Boah, ich schnell. Was ist da drinnen? Ui, roter Rubin, 20 grüne Rubine erhalten. Was für ein Glück. Hier bin ich, Link. Alter, ist sie schnell. Komm, beeilen wir uns. Ja klar. Hier entlang. Na los, beeil dich. Jetzt. Hetz mich doch nicht so. So ist das. So, das ist Stadt Hyrule. Guck mal, Link. Das wird ein Spaß. Komm, wir gehen dahin. Link, hör doch mal dem Geschichtenerzähler zu. Hey, was ist das da? Oha.
Minisch gibt es also wirklich. Vater behauptet das auch immer. Hey, was ist das da? Im Schloss fand ein Schwertkampfturnier statt. Wer wohl gewonnen hat? Hm, und jetzt? Gehen wir dahin? Hauptgewinn! Unglaublich, du hast bei der Lotterie den Hauptgewinn gezogen, Zelda. Also dann, such dir etwas aus. Nimm das Herzteil! Los! Nein, nicht den großen Juwel. Auch nicht das Schild, den Herzcontainer. Komm schon. Such dir aus, was dir gefällt. Ach Gott, nimm das Schild. Ich nehme den kleinen Schild. Wieso? Warum? Wieso denn das? So ein Schild ist weder schön noch kleidsam. Hier zum Beispiel der Herzogstein ist doch hübsch, oder? Oder hier das Juwel. Eine wahre Augenweide oder etwa nicht? Diese beiden Sachen sind doch viel besser als der Schild. Nein, ich möchte diesen Schild. Könnte ich ihn bitte haben? Fräulein Prinzessin, ihr seid komisch, aber gut. Hier, bitteschön, der kleine Schild. So, den schenke ich dir. Oh, danke schön. Der Schild steht Link gut, nicht wahr? Du hast von Zelda einen kleinen Schild erhalten. Ja. Halt den B-Knopf gedrückt, um den Schild für dich zu halten. Ein Geschenk von Zelda für dich. Ja, wirklich, du siehst toll damit aus. Jetzt kannst du mich beschützen, wenn ich in Gefahr komme. Oh, schon so spät. Wir müssen das Schwert im Schloss abgeben. Komm, Link, gehen wir. Ich hab das lieber auf B. Also dann, Link, lass uns zum Schloss gehen. Aua, das sind die Händler-Dekus, von denen die Soldaten erzählt haben. Sie belästigen Passanten, eine echte Plage, diese Laubkerle. Link, tu doch etwas, so kommen wir nicht zum Schloss. Wenn du diese Nüsse abwehrst, kommen wir bestimmt irgendwie weiter. Einfach das Schild vorhalten und bäm. Tut mir leid wegen der Nuss. Ich kam doch in die Stadt, um auf dem Fest Geschäfte zu machen. Aber ich bekomme keine Worte, sondern nur Nüsse aus dem Mund. Alle haben Angst vor mir und kommen nicht in meine Nähe. So wird das nichts mit den Geschäften. Also zurück ins heimelige Dunkel. Und weg ist er. Der Händler Deko sah süß aus, aber er spuckt mit Nüssen. Naja, gehen wir schnell zum Schloss und liefern das Schwert ab. Na klaro. Ach, das ist ja der Minister. Ah, Link, du hast das Schwert mitgebracht. Damit ist das Schwert offiziell als zurückgegeben registriert. In wenigen Minuten wird die Siegerehrung beginnen. Ich gehe auf mein Zimmer, um mich umzuziehen. Also bis später, Link. Das Fest war toll, nicht? Joa. Da du schon hier bist, Link, bleib doch zur Siegerehrung. Mach ich. Oh, das ist das Bandschwert, Leute. Das dürfte das Masterschwert sein. Link, kennst du die Geschichte dieses Schwertes? Man nennt es... Ah, das Schwert der Minisch, okay. Es versiegelt eine Kiste angefüllt mit Ungeheuern. Das Schwert der Minisch ist ein heiliges Schwert. Die Minisch übergaben es vor langer Zeit den Menschen. Der Sieger des Schwertkampfturniers erhält die Ehre, das Schwert berühren zu dürfen. Wer wohl der Sieger ist? Wir beginnen mit der Siegerehrung. Der Sieger Fatih möchte hervortreten. Jupp, yep. Das ist Fati. Hätte nicht gedacht, dass es so gut klappt. Das Schwert der Minisch und die versiegelte Kiste. Was ich suche, ist bestimmt in dieser Kiste verschlossen. Ich werde den in der Kiste mitnehmen. Oh Gott. Uff! Keiner wird mich aufhalten. Der Sieger bekommt das Schwert der Minisch und die versiegelte Kiste zu Gesicht. Auf diesen Moment habe ich gewartet. Oh Gott. Oh Gott, er hat das Schwert zerbrochen. Die ganzen Monster kommen raus. Zelda!
Wer bist du? Was soll das? Die Prinzessin mit der Kraft des Lichts. Wenn ich mich nicht um sie kümmere, wird sie bis später nur im Weg sein. Durch meine Fluch, werde zu Stein! Oh mein Gott. Hehehe, das passiert allen, die sich mir in den Weg stellen. Dann will ich mal den Inhalt der Schatzkiste an mich nehmen. Was ist denn das? Du warst nur Monster in der Kiste? Na, auch gut. Ich weiß, dass sich das Force in dieser Welt befindet. Ich werde in Ruhe danach suchen. Und weg. Gott, wir sind im Bett aufgewacht. Ah, Link, du bist wieder wach. Geht es dir wieder besser? Der König hat etwas zu sagen. Hör gut zu. Ihr wisst alle, was geschehen ist. Ein gewisser Fati hat Zelda auf den Fluch des Hexenmeisters versteinert. Mit dem heiligen Schwert, dem Schwert der Minish, könnten wir den Fluch brechen. Doch hat er das Schwert zerstört. Aber ich werde nicht aufgeben. Was wisst ihr über die Minish? Minish? Dieses Zwergenvolk aus der Legende, das Minish-Volk? So ist es, dieses meine ich. Doch Minish existieren nicht nur in der Legende, es gibt sie wirklich. Es ist ein Geheimnis, das unsere Familie seit vielen Generationen hütet. Die Minish leben im Tyloria-Wald. Sie schufen das Schwert der Minish und nur so sie können das zerbrochene Schwert wieder zusammenfügen. Setzen wir gleich Soldaten aus. Nein, keine Soldaten. Das heißt, Erwachsene können die Minish nicht sehen. Egal wie sehr sie sie auch versuchen. Aha, wenn das so ist, Link, du könntest doch gehen. Link, wenn du bereit bist, möchte auch ich dich darum bitten. Bitte befreie Zelda vom Fluch des Hexmeisters. Die Minish wissen, wie man das heilige Schwert wiederherstellt. Doch ich möchte nicht, dass dir auch noch etwas Schlimmes zuschütt. Deshalb gebe ich dir das zerbrochene Schwert und dies. Yay, aus ihm entsteht das heilige Schwert auf keinen Fall verlieren. Und? Schwert ist Alberich erhalten, das Wunderwerk deines Großvaters. Gut, Soldaten beschützt die Stadt vor den Monstern, denn der Rest sucht Fatih. Tief im Tyloria-Wald ist der Waldschrein. Er wurde früher von Menschen und Minish genutzt. Geh also zuerst zum Waldschrein. Nimm diese Karte mit. Falls du auf dem Weg zum Wald verläufst, drücke erst Start und dann ja. Der Wald ist auf der Karte eingegangen sein. Pass gut auf dich auf. Damit verläufst du dich nicht. Jo. Ist gebockt. Also Link, bricht den Fluch des Hexenmeisters und rette Zelda. Ja Leute, das war der erste Part von Let's Play Zelda The Minish Cap. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei wart. Und hoffe, ihr schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, have fun. Tschüss.